Alles klar, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smart. Ich hab's fertig gesuchtet mit LOL. LOL. Wow. LOL zock ich nicht mehr. Egal. Team Magma, was wollt ihr mit dem True Grit Tribe Shop? Das ist so wissbegierig. Wissbegierig, okay. Wissbegierig bist, wer mit dich aufklären. Wir wollen den Tribe Shop mit dem Schlobberg abwerfen. Nun, wo gerade weg ist, hat dieser Berg keine Lust mehr für uns. Da werden wir den Vulkan mit Hilfe des Tribe Shops zum Ausbruch bringen. Das wird wild. Wumms. Schön. Okay, ich muss ihn ansprechen. Könnte ich noch dich anschauen? Geh aus dem Break, du wachst uns aufhalten, so warm. Wir haben einen weiten Weg hinter uns, um an den Treppstuhl zu kommen. Lass. Ja, steht da, wie sind wir überhaupt hier gekommen, oder Surfer? Nun, wir sind selbst geschwommen. Ah, okay. Michael, wow, was mal auf? Lass uns das Team kämpfen, bist du bereit? Ja, wir dürfen jetzt hier, drei Pokémon aussuchen, die dann für uns mitkämpfen. Moment. So. Weil Zuki bringt mir nichts, weil sie haben auch Golbats. Daher. Oder X-Bart sogar. So, das sind jetzt hier für Troy, Metang, Panzerion und Stolos. Und ich bin eigentlich dafür, dass Metang stirbt, weil Metang kann, glaube ich, sofern ich weiß, wirklich nur so ein Rotz wie Lichtschild, Reflektor und ganz schwache Attacken wie Metallklauen. Von daher, das kann weg. Und dann kommt ein Magnaien und ein Kamerupt. Kamerupt sollte ich mit dem Surfer wegkriegen. Es ist, denke ich mal, kein so großes Problem. Ja, wir haben beide Neutraltors, das ist irgendwie schön. Surfer los! Wusch! Und ja, die Level von Mark sind hoch. Stärker als die von der Arena, und das ist nur sein Magnein. Ich glaube, sein Kamerupt war sogar Level 46 oder so. Oder 44 oder 45, ich habe keine Ahnung. Noch ein Magnein, oh Gott! Jetzt habe ich gleich doppelt die Pest hier. So läuft die Raden, ihr macht jetzt sicherlich die Attacke, die ich jetzt erwarte. Angreberei, ne? Wir Föhner. Oh, okay. Es greift an. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Weil normalerweise macht sie mir sofort Lichtschild oder Reflektor, den so ein Scheiß. Könnte mein Vorteil sein, dass ich jetzt keinen Reflektor so benutzen kann. Ich habe nichts gesagt. Ach, du gehst auf mich? Ja, fick dich doch. Du bist scheiße! Nobody loves you! So, Metang, mach das Magnein kalt. Oh, du bist schneller als das andere Magnein. Oh, bist bescheuert! Lass mich raten, nochmal auf mich? Nee, okay. Ich wechsle aus. Weil, wobei, ich könnte eigentlich heilen. Wobei, der hohe erhöhte Angriff bringt mir einen relativ null. Oh, du bist schneller, okay. Wobei, ich lasse Keeper drehen und heile mit dem Pfeiler. Ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass Metang eine Attacke durchkriegt und, ja, was reißen kann, Verhöhner. Ja, guter Plan. So, Metang, hau drauf, Jungchen. Nicht ich selber. Oh, das macht einiges an Schaden. Bodycheck. Autsch. Ja, tut dir dich selber. Oh Gott, Schaden. So. Okay, sie benutzen keine Tränke, es ist interessant. Gut. Surfer. So. Metang wieder mal nichts gemacht hier, aber. Ne? Kennt man ja von dem Vieh. Gar nichts. Vor allem als Troy. Entschuldige mal, ey. Ich bin auch nur einer, ey. Schau ja mal. Und Kamerupt Level. Oh Gott, 44. Oh Gott. Und ein Golbat. Yay, Golbat. Oh. Hau eine Attacke durch und triff Kamerupt. Es war so klar. Oh. Die Frage. Surfer, wenn es Kamerupt trifft, hast du eine Stärke von 42. Es könnte überleben wegen einem hohen Level und deswegen machen wir Blubstrahl. Die Attacke ist stärker und trifft natürlich nur ein Ziel und deswegen hat sie die normale Stärke und sollte Kamerupt wirklich auslöschen. Ja, gut. Weil ich habe von dem Vieh heilen Respekt, vor allem weil es Erdbeben beherrscht und es könnte Keeper und Metang einfach töten. Und da kommt nächstes Part. Oh, scheiße. Flügelschlag. Autsch. Oh Gott. Oh Gott. Gegner, könnt ihr mir bitte einen kleinen Gefallen tun? Ja, ja. Könnt ihr zuerst auf Metang killen, dann ist alles in Ordnung. Also, sorry, das Panzer und Stolz bringt dann viel mehr, aber nö. Horror. Och. So wollt ihr spielen? So, habt ihr nicht mit mir gewettet? Von mir aus kann sich Metang auch selber töten, das bringt mir jetzt momentan nichts. Ah, jetzt trifft es auf einmal.
Was ist das für ein Set? Psychokinese? Really? Ernsthaft? Auf dem Metang? Naja, das hat geholfen. Level up für Keeper! Yay! Metangeist, irgendein Erfahrungspunkt. Eisstrahl. Konfusstrahl. Bitte auf. Nein! Ich hab schon einen erhöhten Angriff, verdammt! Das kann jetzt wehtun. Keeper, hau einfach drauf. Nicht dich selber! Ah. So, Meta, komm drauf. Mach Schaden! Werd nützlich! Ja, ist ein Anfang. Das ist ein guter Anfang. So. Ich riskiere es mal. No risk, no fun. Geh auf Metang, verdammt. Nicht mehr verwirrt, so. You die. Now. Tschüss, X-Butt. Das war knapp. Das war knapp. Ich wollte doch nur die Landmassen vergrößern. Ich stehe auf der Seite von was? Ich bin ein Speicherlecker. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Growder nicht kontrollieren. Ist unser Plan, den Landmassen zu vergrößern, vielleicht doch falsch? Arschloch. Penner. Dödel. Wenn wir von Team Magma uns geirrt haben. Idioten. Volltreppen. Da liegt Team Magma mit seinem Plan alles mehr abzuweiten, vielleicht genauso falsch. Lagerbesprechung. Gut, wir werden den Traffic hier lassen. Es gibt wichtige Dinge, um die ich mich kümmern muss. Oh, das war das nervenzerreißend. Danke, Michael. Ich habe jetzt, dass ich dir als Dankeschön für deine Hilfe geben möchte. Komm mich bitte besuchen. Ach so, ich lebe nicht in Metro City. Ich lebe hier auf dieser Insel. Weil mein Papa geht mir auf die Nerven und so. Ist Bescheid. Ja, ich Knorke. Was rede ich da? Fahrradtime, yay. Hier wohnt auch Troy in seinem kleinen Häuschen. Oh, hi, Troy. Oh, Michael, das ist mal zu Hause peinlich, wie kalt die Räume hier sind. Oh, hier neben dieser VM, ist der Tauri. Ich habe das meinem Pokémon beigebracht. Oh, yeah, wir haben eine Tauri. Voll krass. So. Wenn du Stoff reinsetzt, dass du über das Mittelglas bist, du dunkel und zählst so weit aufs Terrain, du musst tauchen und. Ey, weißt du, ich bin voll cool. Ich bin mal früher Champ von Johto. Johto? Höhen, ey. Mein Gott, ey, ich kann nicht mehr sprechen. Mein Akzent ist viel zu krass, yo. Egal. Wie dem auch sei. Hust, hust. Wer wird mein Tauchsklave? Ja komm. Geh mal wieder mit. Dann lasse ich mal Keeper hier, weil das ist schon ein hohes Level. Dann. Formeo, du darfst auch wieder mitkommen, weil du hast Donnerblitz. Logok darf natürlich wieder mal eine Pause machen. War ja irgendwie klar. Kam ja nicht mal zum Einsatz. Ein Kampf! Azumarill brauche ich eigentlich auch nicht. An sich. Wobei. Ja, wir lassen Dama hier, weil halt. Dingens. Gebiet aller Wasser-Pokémon, so Items bewegen. Nehmen. Tag. So. Und du hast auch noch ein Item. Du hast ein Fluchtseil. Ja, schön. So. So, weil ich gerade zuvor bin, Start zu drücken, machen wir es so. Und ich denke mal Blubella da nach vorne. Weil Blubella ist besser. So. So, das Lustige wird natürlich, wenn ich auch noch einen Pokémon Kaskade beibringen muss, aber dazu kommen wir erst später. Oh ja. So, aber, das ist wirklich schön, denn wir können jetzt endlich tauchen und endlich mal wieder Pokémon fangen. Und ey, ich sag eins, wenn ich je, falls ich wirklich auf einen Relikant treffe, dann fuck yeah! Ja, dann wirklich fuck yeah, weil, hallo, es ist ein Relikant. Ich meine, bitch please, es ist ein Relikant. So. So, nochmal schnell heilen, hallo, willkommen, Pokémon seine, wir heilen deine Pokémon, wollen kein Geld dafür, weil wir von den Start abgesieren, yay. Bam. So, danke, deine Pokémon sind topfit, wir sind vorbei. Das sind wir dabei. Ach ja, eventuell bekomme ich sogar bald einen Wasserstein, denn wenn ich ein Indigo-Stück finde, dann kann ich endlich, verfluchte Scheiße, nochmal, endlich einen Wasserstein bekommen, falls ich ein Indigo-Stück finde, aber ich denke mal, ich finde eins. So.
Ich gehe nach Seegras Ulbe. Ulbe. Seegras Ulbe. Was ist überhaupt eine Ulb? Oder Ulbe? Um erstmal mit diesem Mann zu quatschen, der uns wieder mal eine Beere gibt. Hallo, ja, Beere. Persenbeere, ja. Hätte ich einen Kampf gegen Mark gebraucht. Und Kalle. Habe ich das überall gehabt. So. Dann können wir jetzt systematisch hier durch die Taucherstellen hindurch. Tauchen, ne? Aber erstmal Top-Schutz, weil an Land will. An der Oberfläche möchte ich ungern auf wilde Pokémon treffen. So. Erstmal hier tauchen, das Meer ist. Der Taucher, los! Wollen wir. So. Das ist unter Wasser. Das finde ich extrem cool, weil wir können unendlich lange die Luft anhalten. Die Luftblasen sind auch cool, die wir ausstoßen. So. Und hier ist, glaube ich, ein Item sogar. Ein Grünstück. Das gibt uns, glaube ich, einen Blattstein. Das will ich aber nicht. So, komm, ein wildes Pokémon. Jetzt muss ich mal was nachschauen auf dem Pokémon auf. So. Ich muss jetzt auch mal die Routen aufschreiben, auf denen ich schon bin. Also. Wieso gehe ich hier auf Trainerruf. So, ich bin momentan auf 124. So, gut. Dann kann ich hier noch ein Pokémon fangen. Ich weiß nicht, ob es hier eine Taucherstelle gibt. Das ist 124, das ist lang. So, dann hier. Wow. Also hier. Okay. Hier unten gab es auch noch Taucherstellen, aber ich bin mir nicht sicher. Aber mal schauen. So, wir können leider unter Wasser nicht schneller tauchen, was, warum auch immer. Aber wir können die Musik genießen, indem ich einfach mal hier wild herumsurfe, weil ich will endlich das Schutz ablaufen, weil ich ein wildes Pokémon sehen möchte. Also die Chancen bestehen, glaube ich, 65% aus Lampi, 30% zu Perlu und 5% zu Relikant. Und ich glaube, es gibt drei Taucherstellen, bei denen man Pokémon fangen kann. Und sofern ich weiß, ist Relikant nur auf in 3 von insgesamt 5 Taucherstellen zu finden. Boah, wie lange braucht denn der Schutz bitte noch? Danke. So, wir das. Moment mal. Warum habe ich ein Bluebella vorne? Das wird. Ach, das ist doch Säure. Stimmt ja. So. Komm. Wähle Pokémon. Ich hoffe generell, wie kann man unter Wasser kämpfen, bitte schön. Hallo, unsere Pokémon können nicht tauchen. Und so ein Bluebella, das wird absaufen. Blub. Ich glaube, mein Schutz ist noch an, kann das sein? Hallo, wieder Pokémon, kommt mal raus! Ich will doch nur noch fangen, kommt schon, nur eines. Wollt ihr mich verarschen? Hallo? Ja? Heute noch? Bitte? Hallo? Was zum verdammten Scheiß ist hier los, bitte? Ist es ein Bug? Hallo, wilder Pokémon. Ihr seht jetzt Gras einzeln ab. Ja, ich höre schon die Pokémon-Schreie, aber hier kommt kein wildes Pokémon. Hallo, Pokémon? Gibt's hier überhaupt welche? Ja, Gras ist da, aber Pokémon nicht. Moment, wahrscheinlich ein Bug. Ich tauche mal schnell auf. Lichtschirme von oben herab, möchtest du ja. So. Und nochmal runter. Boah, was hat denn der Scheiß, bitte? Es kann sich nur um Stunden handeln. Hallo, wildes Pokémon. Hallo. Ist hier etwas? Ich geb's gleich auf. Endlich! So, wir hätten hier ein wildes Perlu. Oh, leck mich doch. Das wollte ich nicht. Ich mag Perlu nicht. Vor allem kann sich entwickeln. Perlu. Das ist eure Überlebst du 100%ig. Du bist gut in der Verteidigung. Ja, siehst du. Vor allem jetzt noch. Ach, leck mich doch. Ich denke mal, eine Zauberlatte könnte dich nicht umbringen, oder? Wetten, das ist es tot. Ja. Geil. So, Route und Platz werden dann abgehakt. Hurra! Schön gemacht. Ich will Lampi haben. Verdammt, ich mag Lampi. Ich liebe Lampi. Lampi ist toll. Lampi. So, 124 ist abgehakt. 125, jetzt kommt das nächste dran. So, schau's schon mal auf. 125 wäre dann eigentlich auch erledigt.
Nein. Wer war das? Keine Ahnung. Ist mir relativ scheißegal. Schutz benutzen, weil ich will hier keine wilden Pokémon anlocken. Das ist ziemlich komisch. Ich will wilde Pokémon fangen und benutzen Schutz. Oh, ist ein Trainer. Ach, den habe ich ja schon besiegt. War hier eine Tauchstelle? Anyway. Bitte? Ich will tauchen, bitte. Ich will doch nur einmal tauchen. Kleinen Tauchgang, bitte. Ah, perfekt. Ah, der doch nicht. Voll verarscht! Ja, tauchen? Nein. Kein Herz für Taucher oder was? Ah, leckt mich doch. Gut, dann gehe ich zur nächsten Route. Und Kämpfer hat sich wissen auch abgehakt. Kann ich noch ein wildes Pokémon. Kann theoretisch ein wildes Pokémon angeln, ne? Wobei, hier kommen eh nur Weiber und so. Ah, mal schauen. Dass hier eh keine Dinges gibt. Angel raus. Knabbert an, ihr blöden kleinen Viecher. So, jetzt kommt's. Irgendein super mächtiges Uber-Pokémon. Oder ein Über-Pokémon. Richtig. Jetzt kommt ein Weiler. Mann! Komm schon! Hallo? Ist das. Was zum? Hallo? Ah, endlich. Oh, wie lange geht denn das bitte noch? Ich hasse das Angeln hier, das ist so nervig. Ja, endlich, danke. So, und es ist ein wildes. Fuck yeah. Oh, geil. Es ist schnell. Ja, gut. Schneller als ein Blue Bell zu sein, ist ja auch eine Kunst. Schlaf jetzt mal ein. Schlaf, du Heido, schlaf. Ich habe auch schon den Namen. Auch wenn die Person es sich nicht gewünscht hat, aber ich denke mal, da ich deine Pokémon nicht bekomme. Perfekte Ball. Da die anderen Pokémon nicht gekommen sind, denke ich mal, er wird mit diesem Pokémon zufrieden sein. Yes, sir. Ich habe ein Tohido, geil. Hält zwar verdammt wenig aus, aber es ist scheiße, geil. Der brutale und listige Schurke der See. Seine Haut ist so strukturiert, dass der Wasserwiderstand gering ist. Es kann bis zu 120 km/h schnell schwimmen. Das ist schnell. So, ja. Du bekommst einen Namen Wiper. Ich hoffe mal, es ist so in Ordnung für dich. Ansonsten beschwör dich nicht bei mir, beschwör dich beim Glück. Wiper. Oder auf Planet PC betreiben. Geil. Okay, so hätten wir das auch erledigt. Ja, war so klar. Hätten wir das auch erledigt. Dann machen wir jetzt uns auf zur Route 126, die wir hier. Die hier. Ne? Das ist Xenoroville, ja. Alles so um Xenoroville rum, okay. Da können wir das nächste Mal surfen. Kaskade vor allem. Das Ding jetzt benutzen, ja. Tohido könnte ich jetzt mit ins Team nehmen, aber nö. Nö. Ich habe darauf gerade keine Lust. Und ich versuche gerade jedem Trainer aus dem Weg zu gehen, weil ich will wirklich nur. Das ist ein Fehler. Ah. Also 108. Moment mal. Kann ich tauchen? Wo komme ich hier hin? Ah. Ein Item. Eine Herzschuppe. Will ich nicht, aber danke. Lichtschimmer von oben herab, möchtest du? Ja, bitte. Ich will hier raus. Oh. Moment mal. Kann ich es nicht überlisten? Ich glaube, hier gab es auch einen zweiten Weg, oder? Moosbach City. Könnte ich auch noch angeln, aber mache ich nicht. Ah, überlistet. Hier, Noobs. Oh. Tauchen. Nein, das war zu Team Aqua. Da will ich noch. Oh, Item. Zink! Ja, wir finden Drogen. Falls wir ein Pokémon bräuchten, das uns lieben müsste, dann shoppen wir es halt mit diesen Drogen voll, aber wir haben jetzt keins. Möchtest du Route 126? Weil ich glaube, hier kann ich nicht. Die Münzler. Ne? So. Ah! Wie ist sie Trainer! Schnell runter! Runter! Gut. So, das Pokémon hier, was hier noch kommt, will ich haben.
Also ich will unbedingt alles haben. Sternschab gefunden. Also ja, der Ball. Ja, gut, das bringt nur 1000 Pokédollar, von daher. I don't want it. So. Jetzt wirkt nicht mehr perfekt. Und da kommt auch wieder Lampi, 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 Lampi. Ach Mann! Hallo? 65% am Arsch! So, belebst du jetzt ein Zuberblatt, wenn du voller KP hast? Du bist auch ein bisschen Level höher, oder? Kann sein. Ach, du bist doch scheiße. Blödes Perlu. Nobody loves you. Ja, ich möchte hoch. Okay. Okay, dann würde ich sagen. 126 wäre auch abgehakt. Bleiben nur noch 127, 128, 129, 130, 131, 132, 103. Was zum. Wollt ihr mich verarschen? Wow. Ich glaube, es gibt nur noch 129, da kann ich nachtauchen. Und da werde ich endlich verdammt Lampi haben, sonst. Oh, rage quitte ich dieses Projekt. Weil ich will einfach mal ein verdammtes Elektro-Pokémon. Sorry. Elektro ist cool. Ich meine. Ich hatte einen Magnetilo, ich hätte einen Elektroball haben können, dass ich, naja, der gedacht hat, nein, ich will nicht in sein Team, ich bringe mich lieber selber um. Yay. Deswegen, ja. Wir haben noch auf Route 129, glaube ich, eine Chance auf ein wildes Pokémon. Ich hoffe, es ist Lampi, weil, ja, naja. Okay, aber ich würde sagen, das war's dann wirklich von Pokémon zu machen. Von heute, im nächsten Part werden wir dann, ja, Team Aqua auf den Hals gehen. Yo, geiler Plan. Bis zum nächsten Mal. Cheerio.